Die Änderungen, die ich jetzt sehen werde, sind sicherlich zum einen nochmal ein verstärktes Zugehen auf die Bevölkerung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dadurch, dass die Hausärzte beispielsweise in die Beratungsaufgabe mit stärker einbezogen werden, aber auch beispielsweise in Behörden. Was ich viel wertvoller fand, ist aber, dass durch diese Debatte im Bundestag das Thema nochmal viel präsenter in der Bevölkerung wurde und auch viel mehr diskutiert wurde und dadurch Bewusstsein für die Wichtigkeit geschaffen wurde. Aus meiner Sicht bedauere ich tatsächlich, dass wir keine Widerspruchsregelung haben, wie die meisten Länder um uns herum. Denn eine Widerspruchsregelung hätte aus meiner Sicht zum einen für Angehörige eine Entlastung darstellen können. Und zum anderen muss im Rahmen der Widerspruchsregelung jedes Krankenhaus erstmal davon ausgehen, dass es sich bei Patienten mit schwerer Hirnschädigung, wo man eigentlich sich nichts mehr machen würde, dennoch um einen möglichen Organspender handeln könnte und bis zur Klärung dessen die Intensivmaßnahmen aufzunehmen bzw. fortzuführen.